Willkommen zurück, willkommen zurück, willkommen zurück zu Super Mario Remake A Plumber Journey. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wofür steht eigentlich das Remake? Weil in dem Sinne ist es ja kein Remake. Oder soll es ein Remake aus den verschiedenen Mario-Teilen sein? Oder ist es eine Neuinterpretation? Warum hat nicht Super Mario Bros. A Plumber Journey einfach nur? Warum Remake? Why Remake? Why the heck Remake? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, das Spiel ist toll. Das Spiel hat einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad. Zumindest mit jeder Welt wird es ein bisschen schwieriger. Vor allem immer gegen Ende der Welt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf etwas freuen, wenn ihr das selber spielen wollt. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Wie gesagt, es gibt eine Android-Version, es gibt eine Windows-Version. Eventuell könnt ihr das Ganze auch unter Linux oder macOS mit Wine spielen. Also unter Wine mit Wine, ihr wisst schon, was ich meine. Um das Spiel als Windows-Spiel zu spielen, geht das halt dann unter Wine, wenn ihr macOS oder Linux habt. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit der Gebirgswelt. Das ist die sechste Welt und sie kann nur noch schlimmer werden als die letzte Welt. Von daher, was soll's, ne? Large Mountains and Sewers, ja. Große Berge und natürlich wieder die Kanalisation. Super, New Super Mario Bros. DS. Wow, oh nein! Heck no! Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Alter, was ist das für eine Welt? No! Oh, das ist gerade mal die sechste Welt. Ein roter Yoshi. Oh ja, der ist gut. Den brauche ich jetzt. Nein! Ich hab ihn noch. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Das wird nichts. I don't know. Ich habe keine. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich kann nicht mehr raus, ne? Oh. Ich tippe hier auf das falsche Level. Und hier gibt's auch noch einen Secret Exit. Wie soll ich das denn schaffen? Bro, zum ersten Mal ein neues Power-Up nach langer Zeit. Oh, hier. Ja, den haben wir nicht umsonst. Und noch ein zweiter. Ein zweiter. Sehr schön. Ich bin unheimlich. Wow. Ja.
Ja, Secret Exit erreicht. Toll, Gott sei Dank. Oh yeah. Mario Time. Alter, die Welten werden immer geisteskranker. Die werden immer geisteskranker, Leute. Okay, wir machen mal das hier. Let's go! Ah, verdammt. Eine Millisekunde zu spät. Alles klar. Let's go! Dann regulärer Exit. Ist kein Problem. Mit Hammer Bro geht das alles klar. Schön. Hä? Achso. Wow, das war knapp. Da 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 da. Sehr schön. Dank des Hammer Bro Suits. Alles easy peasy. Gott sei Dank. Oh yeah, Mario Time. Kann ruhig so weitergehen. Hab ich nichts gegen. Hab ja schon genug Qualen erlitten, ne? Large Mountains and Zoos, ja. Monty Mole Mountains, okay. Die Monty-Maulwürfe haben also ihren eigenen Berg. Also ein komplettes Nest oder was? Gut, macht jetzt nichts. Ja, hier sind sie schon. In Hülle und Fülle. Hey, ich habe ein Secret entdeckt. Das kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Let's go! So. So macht man's. Und so. Aber kann man da... Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, was da unten ist. Na gut, das war etwas unglücklich. Und das war knapp. Ach, das geht auch cool. Okay. Ich wollte eigentlich damit springen. Also ich wollte quasi so damit quasi rollen und dann springen. Aber es ging leider schief. Hat man noch bemerkt, ne? Mit Sicherheit. Okay, ich dachte, jetzt kommt ein Riesenkugel-Willi. So, liebe Goombrats, ihr müsst daran glauben. Das ist euer Schicksal. Ups. Das wollte ich nicht. Und zack, und zack. Das wollte ich nicht, nein. Oh, das war knapp. Ganz toll.
Wow. Puh, okay. Oh yeah. Ist aber alles machbar, ist alles machbar. Okay. Das geht noch, aber ich will nicht wissen, nicht schon wieder ein Lakitu-Level. The Pale Hour. Let's go! Die fahle Stunde? Ah. Diese Musik kennen wir doch. Was? Nein! Das hat mich eiskalt erwischt. Da ich befürchte, dass ich wieder Game Over gehe. Speichert das wieder? Nein. Das macht er nur in Welt 5. Dann mache ich das ganz kurz in Welt 5. Ich hoffe, ich kann das immer noch triggern. Oh. Let's go! Ja. Au. Not so good. Yes. Ich bekomme hier nichts. Seht ihr das? Das ist ein Betrug. Das ist absoluter Betrug. Gott sei Dank. Wie gut, dass es diesen Bug gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Bug ist. Ja, wie gesagt, ich habe keine Lust. Zwar werde ich die ganze Zeit wieder weit nach hinten geschoben, aber... Pass auf. Das war sehr, sehr unglücklich. Ich will mir nicht wieder ein Power-Up holen. Muss man immer wieder Power-Ups besitzen, damit man das hier schaffen kann. Abgesehen davon, ein zweites Power-Up würde auch nichts bringen. Weil wenn ich die ganze Zeit in Bewegung bin und getroffen werde, dann kriege ich es nicht. Wenn ich das verwenden will. Das ist das Blöde. Es wird hier immer krasser, Leute. Es ist einfach die Hölle. Let's go! Anders kann man das jetzt nicht ausdrücken. Schnell weg. Alles gut. Nein. Okay. Oh, es ist Ende. Oh yeah, Mario time. Wow, das ist heftig. Okay, bevor ich das hier mache... Ja, das ist eine Himmelswelt. Die nächste Welt ist eine Himmelswelt, Leute. Bevor ich jetzt Mortens Schloss mache, gehe ich ganz kurz speichern und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, ich bin wieder zurück. Ich habe mich auch im ersten Level wieder mit Power-Ups eingedeckt. Habe jetzt gespeichert. Sollte jetzt alles klappen. Es kann nur schief gehen, von daher. Augen zu und durch. Augen zu und durch. Nein, nicht schon wieder. Es wird immer geisteskranker. Jetzt. Ja, ich sehe schon, was hier los ist.
Wobei, ich hätte mir eigentlich die Eisblume holen müssen. Hier brauchst du die Eisblume. Du hast hier doch gar keine Chance! Mann! Dieser ekelhafte, dicke, fette Hothead. Ich hasse ihn. Baut das Power ab. Boah, das war gut. Das ist gut. Ein Treffer noch. Ruhe bewahren. Ah, noch ein weiterer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt gerade ein riesiger Brocken vom Herzen. Und dieser Moment, wenn der Boss leichter ist als das Schloss selber. Also Morten war gerade, ja, er war jetzt nicht super leicht, aber im Gegensatz zum Schloss hier war das ein Spaziergang im Park. Also wenn man das miteinander direkt vergleicht. So Leute, das heißt, im nächsten Part geht's mit der guten Himmelswelt weiter. Und solche Himmelswelten haben auch einige Tücken. Und welche Tücken das sind, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part erfahren. Und mir graut schon jetzt davor, ich sag's euch. Die letzte, also die sechste Welt war kurz und schmerzhaft. Diese Welt wird wahrscheinlich lang und schmerzhaft werden. Und das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. In diesem Sinne, auf jeden Fall den Daumen nach oben hinterlassen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann wisst ihr auch Bescheid, wenn dann die Folge zu der siebten Welt online ist und ihr euch einen ablachen könnt, wie ich mich hier blamiere. Aber dazu sind ja diese Videos da, um euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Genau das ist es. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und auf Wiedersehen. Ich wünsche was Schönes. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.